da haben wir es mit dem Einschläferschmutz. Ey, geh mir damit nicht auf den Sack, Junge. Das nervt. Extremst. Ich kann nicht tauschen wegen dir, du Schmutz-Pokémon. Danke, dass mal Hypnose mit einer 20 gefühlten Genauigkeit mal daneben geht. Meine Lieben, es geht weiter auf Route 209. Ja, wir sind hier gut schon vorangekommen, haben einige neue Pokémon vor allem gefangen letztes Mal. Und wir sind jetzt hier schon kurz vor den steinernen Ruinen, haben wir schon gehört. Oh, sehe ich da etwa eine Statue? Hast du die im Untergrund gefunden? Vielen Dank, dass du sie mir gezeigt hast. Das will ich dich erkenntlich zeigen. 3-Stern-Sticker, alles klar, dankeschön. Und Nebulak hast du auch. Nebulak! Nebulak! Ja, okay. Oh, ich sehe da hinten gerade, da ist ja ein Zerschneiderbaum, den habe ich noch nie gesehen. Den sehe ich jetzt erst im Augenwinkel. Lol. Dann werden wir auch gleich mal dorthin reisen, nicht wahr? Aber nein, wir müssen erstmal noch andere Sachen angucken, hier wie zum Beispiel dich. Was sich wohl an der Spitze des Turms der Runen befindet? Diese Frage beschäftigt mich sehr, aber mir ist das doch zu unheimlich. Na gut, man muss sich vorstellen, die Ruhestätte dort oben ist halt, wie der Name schon sagt, eine Pokémon-Gedenkstätte da von den fallenden Pokémon. Pokémon? Jedenfalls werden wir uns dort auch in der Umgebung befassen, aber wir werden versuchen, die Pokémon nicht dabei zu stören. Ist natürlich ein bisschen doof, weil ihr werdet sehen, warum man da am besten versuchen will, nicht zu stören, aber es geht nicht so einfach. Leider ist bei diesem Turm der Runen wird nicht so sehr auf die Gräber geachtet, nenne ich es mal so. Werdet ihr gleich sehen, was ich meine. So, auf jeden Fall ganz gut, was wir jetzt haben. Oh, nochmal ein Aufwecker. Ist, dass wir was wollte ich denn jetzt sagen? Gerade ist mein Kopf komplett ausgeschalten. Moino Kopf! Lasst auf jeden Fall für diesen Fail einen dicken Like da und abonniert auch gerne, um nichts mehr zu verpassen. Mhm. Hi, wo kommst du denn her? Und welche Pokémon hast du bei dir? Wenn du wüsstest, was ich bei mir habe, dann würdest du nicht mal mich mehr anquatschen. Alina. Oh mein Gott, sie kommt ernsthaft mit einem Beezer. Ja, so. Ich würde sagen, das ist ein leichtes Spiel. Ach du meine Güte, die sind Level 14. Also wie gesagt, beim letzten Mal hatten wir auch schon das Thema angesprochen, dass die Levelkurve extrem nicht gut ist. Man merkt es leicht. Jedenfalls, was sich auch gewünscht wurde, ist vom Themenbereich, glaube ich, gewesen, wenn ich mir jetzt recht entsinne und nicht verwechsle, wie ich denn genau zum Pokémon kam, oder? War das eure Frage? Jedenfalls würdet euch bestimmt auch interessieren, wie ich dazu kam. Also ich habe euch ja schon früher erzählt, oder wie ich zumindestens zu einem Pokémon-Spieler wurde. Ich weiß, einige kennen das schon, einige eher weniger. Jedenfalls begann es ja damals, dass ich als kleines Kind mit 8-9 Jahren von meinem Bruder Pokémon Diamant spielen durfte. Damals hatte er natürlich das Spiel als erstes und hat sich schon. Er war, glaube ich, in Trostu genau, wo wir jetzt ankommen. Das passt sogar perfekt. Denn in Trostu gibt es eine Stelle, da bin ich auch gerade, da fahre ich auch gerade lang, wo man super gut Eier ausbrüten kann, weil man einfach von einer Ecke zur anderen Ecke komplett nach oben fahren kann und nach unten fahren kann und dabei sein Ei ausbrüten konnte. Jedenfalls waren wir auf einem Weg auf jeden Fall irgendwo, ich glaube, das war, wo wollten wir hin? Ich glaube, im Urlaub war das. Da wollten wir irgendwie im Urlaub fahren oder sowas. Und da hatte mir mein Bruder das gegeben, kurze Zeit, weil er musste kurz mal was an und noch tun. Und ich sollte für ihn die Eier ausbrüten.
Und das ist die erste Erkenntnis, die ich von Pokémon habe. Das Eier ausbrüten. Stör mich nicht, wenn ich mit Delia Zeit verbringe. Wie, du willst kämpfen mit mir? Gerne, dann können wir ein Team bilden mit Ivan. Macht mal. Naja, jedenfalls, ist das erste Tat gewesen, ich habe ein paar Eier ausgebrütet. Weil ich glaube, mein Bruder entweder perfekte EV-Pokémon wollte, also EV-Werte, oder ein Shiny haben wollte. Und beides habe ich natürlich auch nicht bekommen. Ich glaube, ich habe 6, 7 Eier ausgebrütet, dann hat er wieder übernommen. Jedenfalls fand ich das so geil, das Eier ausbrüten, dass ich irgendwann angefangen habe, von meinem Bruder die alten Gameboy-Spiele zu nutzen. Also Pokémon Rot, Blau, Gelb. Und die habe ich dann die ganze Weile gespielt. Sagen wir mal so, ich glaube, die habe ich 8, 9 Mal gespielt. Also immer neu angefangen und durchgespielt. Und dann fing ich doch an, Interesse auch an anderen Spielen zu haben. Dann kam zum Beispiel irgendwann Diamanten dazu von ihm aus. Habe ich mir den ausgebockt. Er war dann schon erwachsen, hat dann eher weniger Pokémon noch gespielt, weil er einfach die Zeit wahrscheinlich nicht mehr hatte und die Lust auch nicht mehr. Ich habe immer noch daran weitergehangen, bin ich ehrlich, und habe den Pokémon Diamant von ihm weitergespielt und immer mehr gespielt. Ich glaube, da habe ich 3 oder 4 Mal insgesamt neu angefangen. Es war auf jeden Fall einige Male. Ich kann euch nicht mehr zu 100% sagen, wie viel. Jedenfalls einiges habe ich dann neu angefangen und immer wieder durchgespielt und auch einmal geschafft, fast alle Pokémon zu sammeln. Hier im Turm der Ruhenden haben die Seelen dahingegangener Pokémon ihre letzte Ruhestätte gefunden. Ja, wenn man nicht da oben irgendwie, ne, alles zerstört und irgendwelche Pokémon-Kämpfe macht. Ach nee, die TM habe ich auch geholt. Stahlflügel, stimmt. Mega gute Attacke im Übrigen. Für ein Stahl-Pokémon für den Anfang. So, und jetzt geht's hier hoch in den Turm. Ich werde auch gleich mal Schutz verwenden, damit wir auch keine weiteren Kämpfe mehr haben. Jedenfalls habe ich mir denn irgendwann später, nachdem ich jetzt Pokémon Diamant durchgespielt habe, 3, 4 Mal circa, Pokémon Source Silver, glaube ich, war's. Oder Hard Gold. Eins von beiden habe ich mir denn gekauft. Durch Taschengeld, alle drum und dran. Und hab das durchgespielt. Och Leute, jetzt mit mir auf den Sack mit diesem Kampf. Oh, jetzt ehrlich, das ist doch ätzend. Oh, wie ätzend will ein Nebulak sein? Nebulak, ja. Jetzt mal ohne Witz, das ist jetzt nicht nötig gewesen, Nebulak. Dass du mir auf den Sack gehst. Weißt du, du sollst einfach sterben. Mehr sollst du nicht. Bruder! Haben wir's mit dem Einschläferschmutz? Ey, geh mir damit nicht auf den Sack, Junge. Das nervt. Extremst. Ich kann nicht tauschen wegen dir, du Schmutz-Pokémon. Danke, dass mal Hypnose mit einer 20 gefühlten Genauigkeit mal daneben geht. Boah, ey, so ein ekelhaftes Nebulak, ne? Das ging gar nicht. Bloß Schutz herholen, ey. Das ist ja totaler Schmutz hier, der Raum. So. Vor lauter Aufregung habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Dankeschön, Nebulak. Ah ja, ich war bei Hardgold, ne? Hardgold habe ich weniger durchgespielt, glaube ich. Nee, sogar mehr. Sogar 6, 7 Mal. Also ich musste das auf jeden Fall mehrmals durchspielen, weil ich einfach erstmal nicht gefunden habe, wo ich weiterkam. Und wo ich dann das herausgefunden habe, habe ich das öfters durchgespielt, weil ich Bock drauf hatte. Bin übrigens auch einer meiner Lieblingsgenerationen. Ah, ein Gespenst, weg mit dir. Los, hilf mir, mein Pokémon. Ich glaube, ich habe es 2 Mal bisher geschafft, gegen Rot zu kämpfen in Silber, in Hardgold. Und sonst halt nicht. Sonst halt schon immer früher aufgehört oder auch keinen Bock mehr gehabt oder sonst jetzt, weil ich einfach nicht weiter wusste. ETC. Jedenfalls waren das so die ersten Begegnungen. Und ja, wie es dann weiterging, war halt dann, ich glaube, Teil 5 kam dann. Also Schwarz-Weiß. 2 aber nur. Die 1er Teil nicht.
dann kam XY und die weiterfolgenden. Also dann habe ich wirklich immer wieder die Reihe verfolgt. Bis zu Sonne und Mond. Nach Sonne und Mond kam ja dann dieses wunderschöne Spiel Schwertschild, was eigentlich okay ist, grundlegend. Nur es war halt am Ende sehr durchgerannt. Und da dachte ich mir, lohnt es sich denn, Switch zu kaufen dafür? Würde ich jetzt hier die Let's Plays nicht machen, hätte ich es nie gemacht. Bin ich ehrlich, da hätte ich dann gesagt, okay, nee. Dafür ist das Spiel mir nicht so wunderbar genug. Da ich das ja aber als Let's Play mache, als Hobby, habe ich auch richtig Bock noch dazu kaufen und so anzuschauen, um mir vielleicht vom Gegenteil zu behaupten. Aber trotzdem bin ich immer noch übelster Fan davon und diese Generation hier, also das, was sie neu remaked haben, gefällt mir sehr. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, die mich so ein bisschen triggern manchmal. Aber sonst, also vor allem der Untergrund gefällt mir übelst gut. Ja, und so bin ich eigentlich genau zu Pokémon gekommen. Ich hatte damals auch nicht so viel Kontakt mit sonstigen Nintendo-Spielen. Also Zelda war gar nicht, kannte ich gar nicht. Habe ich erst sehr spät kennengelernt. Und Mario war halt das Einzige, was ich großartig kannte, Mario Party. Das war meins. Und Mario 3D World? Nee, nicht Mario 3D World. Schwachsinn. Der Mario-Teil, der Jump'n'Run-Teil von DS, ich weiß nicht, wie der heißt. Den habe ich noch gehabt. Sonst nichts weiter. Ich habe eines meiner Pokémon verloren und daran ist dieses verflixte Team Galactic schuld. Das werde ich ihnen nie verzeihen. Ja, aber dann kämpfst du in einem Friedhof. Und man muss ehrlich gestehen, man sollte niemals in einem Friedhof bei den Runen kämpfen. Hier heißt es Frieden finden für die Pokémon. Und nicht Kämpfe absolvieren. Finde ich auch so eine Sache, was eigentlich nicht toll ist in einem Pokémon-Spiel, dass man hier kämpfen tut. Aber man muss es halt einfach ignorieren, ne? Obwohl es nicht zu ignorieren ist, damit es echt nicht schön ist. Naja. Was soll man machen, wenn man wenn die Leute gegeneinander gegen einen kämpfen möchten und man jeden Kampf mitnehmen will? Weil der innere Monk das so will. Ah, ist schön. Ganz ehrlich, Raufbold, reg dich wieder ein bisschen ab, denn wir werden Team Galactic schon die Schranken weisen. Dann rächen wir dein Pokémon einfach. Obwohl, rächen soll nicht so gut sein, geschweige ist auch nicht so gut. Man sollte sich niemals rächen, man sollte einfach die Personen einfach ignorieren. Das ist viel, viel schlimmer, als wenn man die Person noch Aufmerksamkeit schenkt. Ich kann mir nicht erklären, warum, aber wenn ich hier bin, dann will ich einfach kämpfen. Das ist aber falsch, mein Lieber. Sowas macht man nicht. Vor allem nicht, wenn du ein Kind dabei hast. Du hast einfach ein Kind dabei. Du zeigst die falschen Werte hier. Also, kann man nichts zu sagen, ne? Das Kind lernt die komplett falschen Werte. Die hat noch ein Pikachu. Lol. Na dann, weg damit. Aber ich habe gesehen, er hat drei Pokémon. Hat er denn auch Raichu? Das wäre ja mega. Pika, Pika. Übrigens ist die Muschelglocke richtig mega gut, ne? Man merkt einfach, wie nützlich dieses Item ist. Bei jede kleine Verletzung sind wir instant wieder geheilt. Also halbwegs instant. Kommt drauf an, wie viel Schaden wir immer anrichten. Dann kriegen wir jeweils nach dem Schaden Lebenspunkte wieder gut geschrieben. Haspirohr. Ein Doppelkick für dich. Gönn dir, liebes Haspirohr. So, oh. Oh.
Oh, das geht ganz schön weit nach oben. Ich muss meinen Kummer abschütteln. Bitte kämpf uns. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum alle kämpfen wollen, ne? Nur weil sie ihren Kummer abschenken wollen, müssen sie ja nicht gleich kämpfen. Vor allem nicht in diesem Ort. In einem heiligen Ort. Ey. Aber wir sind ja nicht viel besser, ne? Wir gehen zu denen hin und kämpfen gegen den. Also, wir könnten ja auch ignorieren, aber... Ja. Wir wollen einfach die EP mitnehmen. Obwohl wir eigentlich überlevelt sind mit Level 19. Und wir sind schon 27. Aber die Idee mit keinem Leveln ist echt gut gewesen. Ja gut, das mit dem Pokémon fangen, da kann ich ja nichts dafür, dass denn man Erfahrungspunkte für Pokémon fangen bekommt. Das finde ich auch ein bisschen lächerlich, um ehrlich zu sein. Möchte ich eigentlich draußen haben, dass man für Pokémon fangen EP bekommt. Wenn man Pokémon dabei hat, sollte man auch kämpfen, finde ich. Egal, wo man da gerade ist. Ein Pokémon ist in einer blendablen Form. Zeig es dir mal, was ich meine. Also die Neuerung finde ich zum Beispiel im Allgemeinen von Pokémon nicht so geil. EP-Teiler, der OP ist und Erfahrungspunkte nach einem Fangen von einem Pokémon. Also ich würde eher feiern, wenn es so ist wie vorher, also wie so gesehen wie damals, wo es halt keine EP dafür gab, dass du jede Pokémon gefangen hast. Weil ich bin ein Sammler, ich möchte gerne jede Pokémon fangen und möchte nicht einfach überleveln dadurch. Ist ja denn so gesehen auch Training, obwohl ich eigentlich nur sammeln möchte. Aber wie seht ihr denn? Habt ihr genau dieselbe Meinung? Wollt ihr auch lieber die alten Situationen wieder haben, so gesehen, wo man halt Pokémon noch richtig trainiert hat? Oder findet ihr die Neuerung eigentlich gar nicht so schlecht? Kann ja sein, dass ihr sagt, ey... Wir finden die Neuerung sehr, sehr gut sogar. Aus dem und dem Grund. Also ich kann auch einige Gründe wahrscheinlich nennen, warum die gut ist. Aber auch einige Gründe, warum ich die nicht so schön finde. Zum einen kann man ja auch sagen, dass es gut ist, dass man jetzt die Pokémon nicht mehr ständig darauf achten muss, dass man die leveln muss. Weil manchmal stört es ja schon, wenn du jetzt so denkst, oh, die sind unterlevelt, wir müssen jetzt leveln. Aber wie ihr sagt, es macht halt das Spiel spannender. Fußtritt haben wir bekommen. Fußtritt ist geil im Übrigen. Werden wir bestimmt auch gebrauchen noch. Ich darf mich hier nicht blamieren, erst recht nicht von meiner Freundin. Ich will mich bloß nicht blamieren, schon gar nicht von Ben. Oh, ihr passt perfekt. Aber kennt ihr auch so eine Paare, die sich nicht voneinander blamieren wollen, im Sinne von, zum Beispiel, wenn du, sagen wir mal so, Luft ablassen möchtest? Ich kenne da welche, die wirklich sagen, vor meinem Freund, vor meinem Partner kann ich nicht einfach so pupsen. Ja, dann gibt mir so, what? Ja, okay, also auffällig ist es natürlich dann auch doof, aber ich meine jetzt, du kannst dir das doch nicht verkneifen. Vor allem ist es ja nicht gesund, das zu verkneifen. Aber ich kenne da wirklich Leute, die sagen, das können wir nicht voreinander machen. Das ist dann einfach so... Ist doch wahrscheinlich, also man kann auch sagen, dass es eigentlich verständlich ist, weil es halt was Unangenehmes ist. Aber um ehrlich zu sein, ist es auch ziemlich waghalsig, sich das zu unterdrücken, weil umso mehr das anstaut, umso mehr machst du halt die Organe so ein bisschen, ne, kaputt und so. Also so würde ich es jetzt halt zumindest mal sagen, weil ganz ehrlich, ich glaube, wenn du das die ganze Zeit einhältst, den ganzen Tag über und vielleicht das nur dann machst, wenn du mal auf Toilette bist, dann... Schmerz. Und wer seid ihr denn? Im Turm der Runen haben die Seelen dahingegangener Pokémon ihren Frieden gefunden. Sowohl jene, die sich eines langen Lebens erfreuen durften, als auch jene, deren... Zeit kurz bemessen war. Die Seelen aller von uns gegangenen Pokémon finden hier ihren Trost und Ruhe. Vielen Dank, dass du hier warst. Nimm bitte diese TM. TM? Setze Stärke ein. Wir haben die TM Stärke.
Oh mein Gott, warte mal. Stärke bedeutet aber auch, wir haben jetzt eine Attacke. Da. Ein 80er Move. Und da bin ich ehrlich, Robin. Tackle kannst du eine Tonne kloppen. Weil Stärke ist was ganz anderes. Das ist ja von einer ganz anderen Ebene geil. Lass mich bitte dir bei der Abreise noch etwas weniger düster gestalten. Nimm dies. Ach, Schutzband. Ah, das kann man einem Pokémon zum Tragen geben und dann wird man weniger von Pokémon angegriffen. Funktioniert bei mir eher so semi-gut. Ich nehme lieber es doch eher Schutz. Dementsprechend machen wir ganz einfach. Wir sind nämlich Smarty Max Smart Smart und gönnen uns einen Fluchtseil. Und landen, wenn ich jetzt recht entsinne, vor dem Turm. Genau. Und dementsprechend sind wir jetzt in Trostu, meine Freunde. Wir sind angekommen in der Stadt der, was sagen wir das so? Was sind denn das? Cowboys? Also recht altertümliche Stadt, muss man gestehen, weil hier, wie gesagt, noch alles so ein bisschen im Mittelalter lebt, aber nee, wie sagt man, westernmäßig lebt. Wir haben ja auch die Pokémon-Pension, wie gesagt, deswegen kann man hier gut seine Pokémon-Eier züchten. Und ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu erfahren. Mehr ist diese Stadt auch nicht wert. Deine Begegnungen mit Pokémon sind praktisch deine Geschichte. Es gibt da übrigens auch eine App für den Pocket namens Pokémon-Historie. Damit erhältst du Informationen zu den Pokémon-Fängen. Ja, die Pokémon-Historie ist so ein Ding, da kannst du alle Pokémon nachschauen, die du zuletzt gefangen hast. Kann ich euch mal zeigen, ganz kurz noch. Da wart eben schon. Ist auf der 9. Das sind auch die Pokémon, die wir entwickelt haben, etc., ne? Ich weiß aber nicht, in welcher Reihenfolge und naja. Es ist okay, geil, aber brauche ich jetzt nicht so. Wenn ich groß bin, möchte ich mal mit Pokémon hart arbeiten. Oh, Schutz, nein. Jeden Sonntag besuche ich den Turm der Ruhenden. Ja, wenigstens, um die letzten noch zu besegnen, ne? Ich bin der Leiter des Pokémon-Horts und gebe als solcher gute Acht auf die wertvollen Pokémon der Trainer. Sprich mit meiner Frau, falls du ein Pokémon in unsere Obhut bringen willst. Ich überlege, ob wir das machen wollen. Aber ich glaube nicht, oder? Ich bin die Leiterin des Horts. Wir bitten Trainern an bis zu 2 Pokémon als Obhut zu nehmen. Möchtest du einen Pokémon in Pflege nehmen? Nö. Okay, komm bald wieder. Brauchen wir nicht. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Brauche ich auch derzeit noch nicht, weil ich keine Pokémon züchten will. Also, okay. Hallo, reisender Trainer. Nach einer Arena suchst du in dieser Stadt leider vergebens. Probierst ja stattdessen mal in Schleide oder Weideburg. Ja, da gibt es nämlich 2 Arena. Das heißt, wir sind jetzt eine ganze Weile ohne Arena unterwegs. Hin und wieder wird im Pokémon-Hort ein Ei gefunden. Allerdings weiß niemand, was in diesem Ei ist. Ob es wohl... ob sie wohl jemand versteckt? Nein. Bisher soll niemand gesehen haben, wie Pokémon-Eier liegen. Es ist also nicht zu beweisen, dass die Eier überhaupt von Pokémon stammen. What? Na klar, sonst würde ja nicht ein Pokémon rauskommen. Früher war hier nur eine Straße. Sonst weit und breit nichts. Dann zogen Pokémon und Menschen her und mit der Zeit entstand dieser Ort. Also wie gesagt, so eine Westernstadt ist das eher. Pokémon Zeitungsverlag. Talentierte Pokémon-Fänger gesucht. Oh, die fragen nach mir? Mhm. Grüß dich. Du bist sicher wegen dem Stellungsschreiben draußen gewesen, nicht wahr? Aber ist jetzt auch nicht weiter wichtig. Sag mal, hast du einen Pokédex? Oh ja, du kennst Professor Eibe. Das trifft sich gut, denn genau so eine Pokémon-Experte wie dich suchen wir. Bitte bring mir einen Shake-Wine vorbei. Ja, wow. Wow. Alles kann ich vorbeibringen, aber kein Shake-Wine. Die Zeitung von Sinnoh hat zwar keine riesige Auflage, dafür aber umso mehr Fans. Und sie ist gut genug, geht genau hier in Druck. Also Pokémon-Zeitung habe ich noch nie gelesen. Wahrscheinlich denken die, das wäre eine gute Zeitung. Hm.
So, hier haben wir noch ein Häuschen. Voll abgelegen und so. Da ist bestimmt... vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Sticker. Das Wesen deines Pokémon ist also naiv. Stimmt's? Wusstest du, dass das Wesen deines Pokémons bestimmt, wie es heranwächst? Ja. Diese Gegend war seit Urzeiten von zahlreichen Pokémon bevölkert. Es soll hier sogar weitläufiges Weideland und vieles mehr gegeben haben. Ja, und jetzt alles abgerissen für Häuser. Naja, nicht ganz alles, ne? Man muss ehrlich gestehen, vieles ist noch erhalten geblieben. Man merkt ja auch hier, dass noch sehr viel Natur herrscht. Aber dennoch, Weideland würde ich das jetzt nicht mehr behaupten. Ja, entschuldige, Wolfrubin. Ich lege ja schon einen Gang zu. Weißt du, Wolfrubin meckert erstmal rum. Ja, du musst mal ein bisschen schneller werden, du. Typisch, weißt du, die langsamste von allen. Mein Sohn liebt die Ruinen, die hier ganz in der Nähe liegen, über alles. Wärst du so lieb, ihm die Pokémon zu zeigen, die dort leben? Oh ne. Nicht alle Inkognitos, vergiss es. Da bist du an der falschen Adresse bei mir. Denn hier gibt es eine Trostruine, ja. Hm. So wie die heißt im Teil. Und in dieser Ruine befinden sich ganz, ganz viele schöne Dinge. Wieso ist denn hier kein Pokémon-Ball? Egal. Hier befinden sich vor allem Inkognitos. Und hier gibt es auch eine Steintafel, wo man lesen kann, wo es lang geht. Hier steht nämlich oben rechts, unten links, oben rechts, oben links, oben links, unten rechts, unten links. Und das ist der Code. Ich werde jedes Ding einfach mal einmal abgrasen, weil hier überall irgendwas rumliegt, zum Beispiel Schutz. Welches wir ja schon wieder verballert haben, wie jetzt wäre das irgendwie Wasser gewesen oder so. Es gibt nicht überall bei jedem Steinwatt, hier zum Beispiel nichts. Schade. Aber auf jeden Fall kann man hier einen finden. Und wir werden uns auch ein Inkognito holen. Aber, meine Lieben, das tun wir in der nächsten Folge. Wenn es also euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao.